Hi Internet, lange nicht gesehen. Wie ihr wahrscheinlich an dem Hintergrund erkennt, bin ich umgezogen und hab mich jetzt endlich eingelebt und jetzt können endlich wieder Videos kommen. Regelmäßig. Hoffentlich. Wie dem auch sei, wir fangen direkt an mit einem Bastelvideo. Was heißt, ich bringe euch wieder was bei. Heute geht es um Schaumstoff und zwar um Eva-Zote und Plasterzote. Ihr habt sicherlich schon mal Eva-Foam gehört. Viele Amerikaner benutzen diesen Schaumstoff schon relativ lange. In Deutschland ist er aber relativ Underdog bzw. Newcomer. Ich persönlich kenne Plasterzote schon sehr lange, schon seit bevor ich überhaupt Cosplay kannte, und zwar aus dem Lab-Bereich. Die beiden sind sich sehr ähnlich. Eva-Zote ist allerdings etwas weicher und in allgemein deswegen etwas beliebter bei Cosplay. Ich habe jetzt für das, was wir heute basteln, Plasterzote benutzt, weil das für diese Art von Verwendung unwichtig ist. Und zwar zeige ich euch heute eine der bekanntesten Verwendungszwecke für diesen Schaumstoff und das ist als Kern für Warblers Finest Art Bastelsachen, weil man dadurch sehr leicht Volumen in ein Projekt bringen kann, ohne dass es sehr schwer wird. Eigentlich hätten wir sowas ja früher mit Dämmplatten gemacht, weil das habe ich euch schon mal gezeigt und Lightning Cosplay hatte das ja auch wirklich nett weiterentwickelt, da ja die große Schwäche dieser Dämmplatten ist, dass sie sehr anfällig auf Schäden sind und sie hatte das Ganze dann einfach mit Warblers Finest Art überzogen und alles war gut. Ja, darauf wäre ich nicht gekommen. Vielleicht doch, aber sie ist drauf gekommen. Voll cool. Allerdings war das nicht alles, was sie gemacht hat, sondern sie hat das Ganze noch ein bisschen weiterentwickelt und die Dämmplatten durch den Schaumstoff ersetzt. Aus ein paar Gründen, und zwar ist der Schaumstoff auch unter Hitze verformbar. Dellen sind relativ egal, weil es ist Schaumstoff und der biegt sich wieder aus. Und er ist viel leichter zu bearbeiten als so eine Dämmplatte. Allerdings auch ein kleines bisschen teurer. Aber das ist ein Vorzug, wenn man das Geld hat, den man wirklich gut nutzen kann. Und ich zeige euch heute das Ganze in dieser Basic-Form an einem Boomerang aus The Legend of Zelda, weil alle mögen Boomerange oder Rinnart braucht einen Boomerang für ihr Cosplay. Also habe ich es gemacht. Also ich würde sagen, wir halten uns nicht noch länger mit der Vorgeschichte auf, sondern fangen jetzt an und gucken mal, was dabei rauskommt. Nachdem das Muster auf den 10mm Schaumstoff übertragen wurde, nehme ich ein frisches Teppichmesser und schneide es aus. Wenn ihr Werkstoffe mit einer gewissen Dicke schneidet, müsst ihr unbedingt darauf achten, wie ihr das Messer haltet. Wie ihr seht, halte ich die Klinge gerade, damit der Schaumstoff sauber geschnitten wird. Wenn ich die Klinge schief ansetze, dann schneide ich folglich auch den Schaumstoff schräg an. Das wirkt jetzt sehr selbstverständlich, aber wird leicht vergessen und kann dann zu sehr viel Materialverschwendung führen. Genauso solltet ihr Schaumstoff mit einer fließenden Bewegung schneiden, nicht mit einer Sägebewegung, damit ihr keine Stücke ausreißt. Bevor es am Schaumstoff weitergeht, habe ich den Boomerang zweimal auf Warblers Finest Art aufgemalt, ca. 1 cm Nahtzugabe gegeben und ausgeschnitten. Das geht jetzt besser, bevor der Schaumstoff weiter bearbeitet wird. Jetzt nehme ich den Dremel mit einem Schleifaufsatz und bringe den Boomerang in Form. Hilfslinien für die Mittelpunkte helfen, damit alles schön und gerade wird. Das geht mit dem Dremel sehr schnell, man kann es aber auch mit dem Bandschleifer machen, sowie die Enden per Hand. Schwing- und Delta-Schleifer funktionieren nicht allzu gut auf Schaumstoff. Im Anschluss erhitze ich die Oberfläche leicht mit der Heißluftpistole. Damit brenne ich kleine Flocken weg und verschmelze die Oberseite leicht, wodurch sie glatter wird.
Jetzt wird das Warblers Finest Art erhitzt und der Schaumstoffkern damit ummantelt. Ich presse dabei die Nahtzugabe fest zusammen. Nachdem das komplett abgekühlt ist, schneide ich mit einer Schere oder mit einem Messer den Überstand ab und erhitze diverse Stellen neu, die noch nicht ganz zusammenklebten. Jetzt schleife ich die Klebenähte glatt und sauber. Während der Bumerang jetzt erstmal ruht, habe ich mir zwei Edelsteine aus Warblers Finest Art geformt. Schaut dazu unser allererstes Warblers Finest Art Video, dort zeigen wir das im Detail. Ich schleife ihn jetzt mit dem Dremel und dem Delta-Schleifer in seine endgültige Form. Wenn er fertig ist, wird er noch einmal leicht erhitzt und die Oberfläche glatt gestrichen. Nun nehme ich zwei Warblers Finest Art Streifen, die 0,5 cm breit sind und erhitze sie. Danach falte ich sie einmal in der Mitte zusammen und lege sie anschließend um den Edelstein. Das wird die Einfassung. Der Überstand wird abgeschnitten, solange es noch warm ist, und dann noch einmal alles sauber angedrückt. Nun kommt auch schon die Grundierung mit Spritspachtel, die weiterhin die tollste Versiegelung für Warblers Finest Art ist. Danach kommt die braune Farbe drauf und schönerweise ist auch der perfekte Farbton für den Bumerang. Die Edelsteine werden Code Red bemalt.
Nun zwinge ich Rinnart dazu, die Muster auf dem Bumerang zu malen. Dazu hat sie vorher das Muster mit Bleistift vorgezeichnet. Wenn das fertig ist, mache ich mit dem Weathering weiter. Dieser Schritt dient dazu, die Waffe echter, gebrauchter, glaubwürdiger erscheinen zu lassen. Dadurch bekommt sie mehr Tiefe. Hier seht ihr ein Vorher-Nachher-Bild. Ihr seht, wie einfach und spielzeughaft die Waffe ohne Weathering aussieht. Ein einfacher Schritt schafft dem Abhilfe. Ihr verdünnt eine gewünschte Farbe 3:1 mit Wasser und tragt sie großflächig auf. Danach könnt ihr sie noch etwas verteilen und anschließend mit einem Tuch wieder runterwischen. Durch das grobe Abwischen bleibt die Farbe teilweise in den Vertiefungen und teilweise nur als dünner Film. Je nachdem, wie ihr es am schönsten findet. Fester aufdrücken mit dem Tuch nimmt mehr Farbe weg. Diesen Schritt könnt ihr so oft wiederholen, wie ihr für nötig haltet. Achtung, meine Farbe hätte noch etwas mehr mit Wasser verdünnt sein können. Aber das war nicht schlimm. In unserem Fall habe ich jetzt einen dunkleren Braunton verwendet, weil es zum Bumerang passt. Bei Stahl zum Beispiel passt sehr gut schwarz, bei Gold braun. Bei weißen Gegenständen kann man zum Beispiel mit hellem Blau auch einen sehr schönen Effekt erzielen. Am Schluss klebe ich noch die Edelsteine auf und dann ist der Bumerang fertig. Okay, das war's jetzt und ihr habt ja gesehen, das war alles relativ einfach und simpel. Und trotzdem ist eine relativ coole Waffe draus geworden, auch wenn es jetzt nicht die aufwendigste Waffe ist. Aber ich wollte möglichst viele Grundschritte an diesem Modell erklären, bevor wir im nächsten oder übernächsten Video nochmal auf den Schaumstoff eingehen und da dann die Grundlagen etwas ausgelassen werden können, damit wir ein bisschen Zeit sparen. Jedenfalls hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dass ihr vielleicht was lernen konntet und wenn nicht beim Schaumstoff, dann vielleicht beim Bemalen. Und jetzt kommt der Moment, wo ich Tschüss sage, um euer Abo bitte und jetzt kommt die Endcard. Macht's gut!